Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Mr. TNRW auf meinem Kanal mit Reaction Video. Heute gucken wir uns auf jeden Fall Area 51, also 51 an. Kennt ihr aus manchen Serien, Filmen, Science-Fiction-Serien und so weiter, Leute. Einfach der Geheimnis der USA, was da einfach geht. Neue Technologie, neue Technik, wer weiß, keine Ahnung. Und falls euch das gefällt, abonnieren, da nichts vergessen zu drücken. Liken, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, täglich neue Videos. Alles hier auf meinem Kanal mit mir. Täglich Shorts, Reaction Playlist, alles vorhanden und unten in der Link wie verschiedene Sachen, auch mit den Codes und so weiter vorhanden, könnt ihr dann gucken auf jeden Fall. Sachen promoten und so weiter. Mr. TNRW, Couponcode. Und wir fangen jetzt auch direkt an mit Area 51. Auf jeden Fall, und wie gesagt, Wissenswert nicht zu vergessen, aktivieren, beste Seite auch, Sonnenseite, alles und wir fangen auch direkt an. Auf eine Reise zum geheimsten Ort der Welt, nämlich der sagenumwobenen ja, wie gesagt, USA. In den USA. Da wird jeder schon als Kind wissen. Dieses militärische Sperrgebiet ist sogar so geheim, dass seine Existenz erst im Jahr 2013 von der CIA offiziell bestätigt wurde. Seit vielen Jahren gibt es die wildesten Theorien über die Area 51 und manche Menschen vermuten hier sogar UFOs und Aliens. Ja, genau. Im heutigen Video stellen wir die euch die mystischen Area 51 Aliens, ob nicht die nur gibt, vor, wer weiß. Sondern wir decken sogar ja, ein Geheimnis auf, was die Bürger der USA über viele Jahrzehnte in Angst und Schrecken versetzt hat. Ja, wie gesagt, es wie wird spannend und Area mysteriös, 51, also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ja, schon genau. Die Umgebung, in der sich die Area ja, genau, diese befindet, Wüste, lässt Rocky einem Mountains, einen Schauer den Rücken herunterlaufen. Denn hier hört einen definitiv niemand schreien. Die Area 51 befindet sich nämlich weit abgelegen, mitten in der Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Deswegen sage ich ja Wüste. Weit und breit sind hier nur staubiger Wüstensand und Berge zu sehen. Ja, und Leute, zufällig verirrt sich definitiv niemand in diese trostlose Gegend, in deren Umfeld tiefe Krater im Boden übrigens von unzähligen Nuklearwaffentests zeugen, die hier in den 1940er Jahren stattfanden. Sollte man sich jedoch trotzdem auf den Weg über die 110 Kilometer lange Straße machen, die das verlassen wirkende militärische Sperrgebiet von der pulsierenden Glücksspielmetropole Las Vegas trennt, kommt man nicht weit. Denn wie die Bezeichnung Sperrgebiet schon andeutet, können normale Bürger die Area 51 natürlich nicht einfach betreten oder befahren. Ja, genau. Die etwa 100 Quadratkilometer große verboten, Area 51 ist nämlich bestens gesichert und hält ungebetene Besucher mit hohen Zäunen, Sicherungsposten, Bewegungsmeldern und Sicherheitskameras fern. Auch das Überfliegen des Gebiets mit Flugzeugen ist streng verboten. Auf Satellitenfotos der Area 51 ist zu erkennen, dass sich auf dem riesigen Gelände zahlreiche Gebäude, Flugzeughangars und Start- und Landebahnen befinden. Doch was ist ja, die genau, Area Leute. 51 offiziell überhaupt? Tatsächlich gehört das gesamte Gelände dem US-Verteidigungsministerium und der amerikanischen Luftwaffe. Nachdem das Gelände im Zweiten Weltkrieg zunächst als Schießplatz genutzt wurde, fing die US Air Force ab den 1950er Jahren damit an, hier neue Militärflugzeuge zu entwickeln und zu testen, was natürlich auch die vielen Hangars und Landebahnen erklärt, die man hier sieht. Ja, genau. Zu den wohl berühmtesten Modellen, die in der Area 51 zuerst im Geheimen ausgetüftelt und erprobt wurden, sind ja damals alle Flugzeuge, Militär, Kampfjets, Flugzeuge, einfach alles, Leute, einfach alles. Das Flugzeug SR-71 Blackbird, die D-21 Aufklärungsdrohne oder der Tarnkappenbomber Lockheed F-117. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu technisch werden, aber was all diese Area 51-Erfindungen eint, ist die Tatsache, dass sie zur Zeit ihrer Entwicklung wie reine Science-Fiction gewirkt haben. Das SR-71 Blackbird-Flugzeug wurde beispielsweise ab Anfang der 60er Jahre im Auftrag des Geheimdienstes CIA gebaut, war so geschickt konstruiert, dass es auf kaum einem Radar auftauchte und verfügt über ausgetüftelte Abwehrmechanismen gegen feindliche Raketen. Außerdem konnte es mit Mach 3 Geschwindigkeit fliegen und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von über 3500 Stundenkilometern. Insgesamt war das Flugzeug seiner Zeit so weit voraus, dass es sogar noch bis 1998 regulär vom US-Militär eingesetzt wurde. Oha. Auch die in der Area 51 entwickelte D-21 Aufklärungsdrohne war zur damaligen Zeit ein technischer Meilenstein. Denn vor über 60 Jahren, als die meisten Menschen noch nicht einmal ein Auto besaßen und an heute übliche Navigationsgeräte noch nicht einmal zu denken war, konnte diese Drohne schon völlig unbemannt über 5000 Kilometer zurücklegen und dabei auch noch Fotos des Geländes anfertigen. Um heftige Techniken wie diese zu entwickeln, sind natürlich
Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, Kampfstadt Militär damals einfach krank, ey. Boah. Bestimmt gibt heute das für Leute, wie es wisst ihr alle, die so Aliens sehen, oben oder so am Himmel. Bestimmt alles so richtig Hightech-Flugzeug oder Hightech-Jet, schätze ich mal, weil wie ihr hier sehen könnt, ich kläre euch auf, Digga. Boom, Babas. Machen wir drüber weiter. Viele kluge Köpfe nötig. Und so verwundert es wenig, dass durch Satellitenfotos bekannt wurde, dass etwa 1000 Menschen dauerhaft in der Area 51 arbeiten und leben. Weitere 1000 Angestellte pendeln täglich mit Flugzeugen von Las Vegas aus zu ihrer Arbeit auf dem Sperrgelände. An welchen unglaublichen Erfindungen die Wissenschaftler und Ingenieure aktuell arbeiten, werden wir vermutlich leider erst in einigen Jahrzehnten erfahren, denn alles ist streng geheim und das Militär und der Geheimdienst sorgen dafür, Leute, einfach dass keine Informationen nach wie gesagt, außen ey, die so UFO-förmig aussehen oder so komisch. In der Area 51 eine Arbeit wie keine andere ist. Denn neben den Angestellten werden auch ihre Familien und Freunde streng überwacht. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, so abgeschottet zu arbeiten. Ja, genau, Leute. Ja, ich arbeite auch schon unter Rollade. Rollade ist abgeschottet. In der Area 51 passiert. Mit diesen Erklärungen geben sich viele Menschen aber nicht vollends zufrieden. Denn obwohl alles, was auf dem Gelände geschieht, streng geheim ist und auch offiziell Flugzeuge, die gerade erwähnten Flugzeuge und Drohnen erst Jahre später öffentlich gemacht wurden, gibt es zahlreiche Spekulationen über diverse Vorgänge in der Area 51. Und die haben es in sich. Unter anderem wird zum Beispiel vermutet, dass auf dem Gelände exotische Energiewaffen entwickelt werden. Darunter könnt ihr euch beispielsweise riesige Atombomben im Weltall wie bei Star Wars oder Geräte, mit denen die oder so, so unsichtbare Laserstrahlen, keine Ahnung. Auch wenn sich das unglaublich anhört, Leute, ist mittlerweile einfach sogar tatsächlich offiziell bekannt, dass die USA während des Kalten Krieges ein entsprechendes Forschungsprogramm gestartet hat und tausende Abwehrsatelliten mit künstlicher Intelligenz im Weltraum platzieren wollte. iPhone, Television. Einige Verschwörungstheorien legen außerdem nahe, dass es in der Area 51 Treffen einer sogenannten Weltschattenregierung gibt, also einer geheimen Weltregierung aus Geheimbünden wie den Illuminaten, die von dort aus verdeckt politische Entscheidungen treffen. Ja, so Clan, Leute, einfach Clan, wie hier ihr draußen kennt. Wir treffen uns einfach alle so unterm Keller, unterm Bunker. Einfach, komm Leute, wir gehen alle ab den Keller. Hierfür gibt es allerdings keinerlei Beweise. Genauso wenig wie für die populäre Verschwörungstheorie, dass sich in der Area 51 ein geheimes Filmstudio befindet, in dem die Mondlandung von 1969 gefaked wurde. Der wohl größte Mythos um die Area 51 handelt aber von UFOs und Aliens. Schon seit Jahrzehnten behaupten unzählige Mondlandung gefaked, Alter, das wäre krank, Alter, Leute. Digga, einfach mal so, ja. 1974 im Bundesstaat New Mexico sogar ein Raumschiff abgestürzt sein soll, soll es samt seiner Besatzung in die Area 51 gebracht worden sein, wo Forscher dann die Technologie und die Aliens untersucht haben sollen. Später tauchten dann Fotos der angeblichen Aliens auf und sogar Videomaterial, was die Autopsie eines Aliens in der Area 51 zeigen soll. Seitdem ist die Area 51 in der öffentlichen Wahrnehmung untrennbar mit Außerirdischen verbunden und in Büchern, Filmen, Serien und Videospielen werden immer wieder neue Mythen rund um die Aktivitäten auf dem Sperrgelände erschaffen. Unter anderem kommt die Area 51 in den Kinofilmen Indiana Jones, Man in Black oder Independence Day vor. In Area 51, richtig? Area 51! Und in der Zeichentrickserie American Dad lebt sogar ein Alien aus der Area 51 bei der Serie. Die Serie kennt jedes Kind einfach. Bei uns in Deutschland, American Dad Staffel 18 wird 18. Mit Area 51 Top Secret ein Fahrgeschäft, das den Alien-Hype behandelt. Wer aber mit weitem Abstand am meisten von diesem Hype profitiert, sind die Bewohner des kleinen Dorfes Rachel. Rachel ist der nächstgelegene Ort zur Area 51 und befindet sich nur etwa 20 Kilometer vom Eingang zum Sperrgebiet entfernt. Obwohl der winzige Ort nicht einmal 50 Einwohner hat, ist er im Laufe der Jahre zu einem echten Mekka für Alien-Fans und Verschwörungstheoretiker mutiert und so kommen jährlich Tausende von Touristen nach Rachel mitten in der Wüste und hoffen bei ihrem Besuch selbst Aliens oder UFOs zu sehen. Das dürfte zwar nicht wirklich glücken, allerdings dürften sie trotzdem begeistert sein. Denn hier gibt es unter anderem Alien- und UFO-Nachbildungen zum Fotografieren, eine Alien-Bar zum Feiern und natürlich außerirdische Souvenirs ohne Ende, die in einem angeblichen Forschungszentrum verkauft werden. Alle Bewohner leben hier vom Kult um die Leute, sagt mir mal, ob das stimmt.
Glaubt ihr an Aliens? Gibt es Aliens, wie ihr gesehen habt, hier Puppe, also bis also wurde infiziert, keine Ahnung, ob da Puppe war, keine Ahnung, ob da fake ist, auch gefaked ist wie Mondlandung, Digga, einfach alles gefaked, Leute. Ich denke mir so, hier, Alter. Ich denke mir nur so, Alter, Leute, geh, Alter, geh, woanders denken. Ich denke mir nur so, Alien, die Star, ja, American Dead, die ist einfach nur so Fabelwesen, Leute. I don't know, wir machen noch direkt weiter. Area 51 und bieten unter anderem auch Unterkünfte für UFO-Jünger oder Entdeckungstouren durch die Wüste an. Das Dorf profitiert so heftig vom Alien-Hype, dass sogar ja, genau, die Leute sind so offiziell im so verwirrt, dass die einfach kaufen, Leute, kaufen, Leute, kaufen, einfach verwirrt. Direkt auf das Gelände der Area 51 dürfen natürlich auch die Mädchens Rachel nicht. Ja, im genau. Jahr 2019 reichte es einigen UFO-Jüngern dann aber. Sie wollten endlich herausfinden, ob es auf dem Sperrgebiet wirklich Aliens gibt, und so riefen sie auf Facebook zum Sturm auf die Area 51 auf. Was sich erstmal nur kurios anhört, und von denen wurde abgeballert, dann oder schnell was? Zu einem echten Problem für das US-Militär. Insgesamt meldeten sich auf Facebook nämlich mehr als 2 Millionen Menschen zu dem Event an, und so wurde befürchtet, dass am Tag des Sturms wirklich unzählige Menschen versuchen würden, auf das Gelände vorzudringen. Das Militär verstand natürlich keinen Spaß in der Sache und kündigte offiziell an, sogar tödliche Waffen gegen die Eindringlinge einsetzen zu wollen. Letztlich kamen dann nur ein paar hundert Menschen in die Wüste zum Sturm auf die Area 51, und von diesen versuchten auch nur wenige tatsächlich in das Sperrgebiet einzudringen. Das Militär nahm einige Besucher fest, musste aber niemanden verletzen. Okay. Vermutlich wären die Teilnehmer des Events aber ohnehin enttäuscht gewesen, wenn sie es geschafft hätten, in die Area 51 vorzudringen. Aber lasst uns das kurz erklären. Ein wesentlicher Bestandteil des Alien-Hypes sind ja die unzähligen mysteriösen UFO-Sichtungen, die es in der Gegend. Ja, ich glaube, das schätzt mal, sind diese weit entwickelten Flugzeuge, Gamma-Jets oder Raketen. Nun decken wir das am Anfang angeteaserte Geheimnis auf, das Menschen so viele Jahre lang in Angst und Schrecken versetzte. Bei allen Sichtungen von mysteriösen, leuchtenden, blitzschnellen UFOs handelte es sich nämlich lediglich um Testflüge neuer Prototypen des US-Militärs. Dies bestätigte die CIA mittlerweile offiziell. Dass diese doch eher enttäuschende Erklärung den Alien-Hype und die zahlreichen Verschwörungstheorien da wurde ja dann irgendwann aufgeklärt, Leute. Beendet, kann ausgeschlossen werden. Einerseits halten die UFO-Jünger gerne an ihren Theorien fest, andererseits füllt der Alien-Hype die Taschen der Bewohner der Region, weshalb ja, ist so, auch diese Alter. Story gerne einfach, am Leben erhalten einfach wird. Leute so konsumieren, einfach Geld aus ihren Taschen ziehen, ja läuft, einfach was erfinden, kaufen, Leute. Selbst überlassen. Ja. Wenn euch dieses Video über die Area... Ja, Leute, wie gesagt, einfach kaufen, erfinden irgendwas, einfach verkaufen, ja, die Leute fallen drauf rein, ja, veräppeln, bla bla bla, mach einfach, ja, läuft, Digga, einfach Geld reinstecken, gib nicht mehr... So, ist aufgeklärt auf jeden Fall, wie gesagt, ich wusste, das sind so Prototypen, Entwicklung, auch wenn ihr jetzt irgendwas seht, einfach neue Entdeckung. Ja, Leute, falls euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, Button drücken, nicht zu vergessen, falls ihr es gesehen habt, Glocke aktivieren. Auf jeden Fall mit mir, Misty, NRW, täglich neue Videos jeden Tag. Und wie gesagt, auch hier neue Reaction-Videos, könnt ihr auch in der Playlist gucken, unten in der Link-Tree-Beschreibung, alles hier mit Codes und so, auch für Werbe. Produkte und sobald neue Sticker vorhanden, laut Umfrage auch nur noch hier auf Reaction spezialisiert. Und Leute, schreibt mir mal in den Kommentaren, glaubt ihr, gibt es Aliens oder nicht? Danke, ciao, Mr. D, NRW.